So, jetzt bin ich frisch aufgestanden. Jetzt gehe ich kurz rennen und noch fängt der Tag richtig an. Bald geht's um auf. Selber sehe ich schon relativ viel, aber das Handy nimmt irgendwie noch nichts wahr. So, und jetzt duschen, nachher fertig machen, zum Morgen essen und in die Schule gehen. Wenn man morgen noch mal 10 Minuten liegen bleibt und dann erst später rennen, dann das Gefühl hat, man müsse beim Rennen Videos aufnehmen. Ja, dann hat man ein bisschen Stress, aber bin ja selber schuld. Schönem Wetter durch die Straße von Zürich fahren, das ist einfach der Traum. Dass man so einen schönen Herbsttag erleben darf. Einen schönen Tag musste ich einfach die Station früher noch nehmen, um jetzt noch ein bisschen rumcruisen auf dem Einrad. So schön. Wenn mal Jesmin haben. So, jetzt bin ich, mache jetzt noch ein Video. Und zwar mit meinem Dankbar in Adliswil. Es wird wahrscheinlich eine Woche nicht online gehen. Ich interviewe Leute, dass sie drei Sachen sagen sollen, wo sie dankbar sind in ihrem Leben. Mal schauen, wie gut das klappt. Drei Sachen, wofür ich dankbar bin.
für die Leute, die jetzt doch noch geantwortet haben bei dem Interview, für das schöne Herbstwetter und für Gesundheit für den Körper, der mitmacht mit allem. Ja. Hat leider nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Ich habe nie mit so viel Aggressivität gedacht bei dem Ansprechen. Und auch nicht. Ja. So grosse Ablehnung, es ist ja eigentlich etwas Positives. Ja, also ich habe schon gedacht, dass irgendwie jeder, ja, ich habe gehofft, dass irgendwie einer von 10 oder so zusagt für das Interview. Da ist mal ein Selfie-Stick. Das ist nämlich ein richtiges Stativ, wenn ich da nehme. Ja, ich habe noch Gespräche mit lustigen Leuten. Das war interessant. Der hat mich von Anfang bis Schluss getrollt. Ich habe ihn eigentlich durchschaut, aber kannst du nicht sagen, ja, du verarschst mich nur. Ja, wir hatten dann noch ein gutes Gespräch. Hat halt nichts genützt für das Video. Aber jetzt für den Vlog. ja. Das ist schon der Schluss vom Vlog. Ich mache jetzt noch, gehe noch lernen, dann irgendwie essen. Und dann gehe ich schlafen, das wäre auch gewesen.